Herzlich willkommen, Freunde des Flugsports. Heute stellen wir euch unser Twin-Projekt vor aus 2,5 Fliegern mit einer und bald auch zwei. Hier um mich herum aufgebaut ist der XNZ. Das ist das erste Flugzeug, das wir wieder repariert haben. Ursprünglich ist das Flugzeug bei einem Start kaputt gegangen. Gerade die Flächen wurden stark beschädigt, weshalb wir auch das dritte Flächenpaar kaufen mussten. Außerdem ist bei dem Unfall auch die vordere Haube kaputt gegangen, weshalb wir auch die reparieren mussten. Nach 2100 Arbeitsstunden konnte dann erfolgreich im Dezember 2020 der erste Twin fertiggestellt werden. Wir mussten dann noch auf die Zulassungspapiere vom LBA warten und außerdem konnte Corona-bedingt im Frühjahr 2021 kein Flugbetrieb stattfinden. Aber dann endlich am 10. April 2021 konnte der NZ zu seinem Erstflug nach langer Pause wieder starten und seitdem ist er auch erfolgreich in unseren Flugzeugpark integriert und unsere Flugschüler freuen sich, auf dem Twin geschult zu werden. So, hier befinden wir uns jetzt in unserem Twin. Doppelsitzer, eines unserer Schulungsflieger, und ich werde euch jetzt erstmal zeigen, wie die Steuerung bei so einem Flugzeug funktioniert. Wir haben zwei Querruder, die sich jeweils an den Flächen befinden. Dann haben wir ein Höhenruder, das sich am Höhenleitwerk befindet, und ein Seitenruder, was sich am Seitenleitwerk befindet. Also vor mir, das ist der XOJ, das zweite Flugzeug, das wir reparieren wollen. Und zwar ist es von dem Flugzeugtyp Twin 2 Acro. Das ist damals bei einem Ringelpiez verunglückt. Und zwar ist damals bei der Landung eine Fläche auf den Boden gekommen und dadurch ist das Flugzeug in eine Drehbewegung gekommen. Und genau bei dieser Drehbewegung wird eben die Rumpfröhre sehr stark auf Torsion beansprucht, wofür das Flugzeug natürlich nicht ausgelegt wurde. Und deshalb ist die Rumpfröhre komplett abgebrochen, was ihr auch hier ganz gut seht. Glücklicherweise haben dabei die Flächen aber keinen Schaden erlitten, sodass wir uns hier bei dem Flugzeug vor allem um die Rumpfröhre, das Seitenleitwerk und auch das Höhenleitwerk, das auch bei dieser Drehbewegung beschädigt wurde, kümmern müssen. Unser aktueller Seitenruder ist wenig mehr als Hochleitungssperrmüll. Entsprechend müssen wir es reparieren, damit der Twin wieder fliegen kann. Da haben wir aktuell drei große Reparaturstellen. Ein großes Loch, ein Geweberiss von dem Beschlag, den wir reparieren müssen. Um das große Loch mit Geweberiss zu reparieren, haben wir von dem bestehenden Seitenruder von Twin 3 Acro Form abgenommen. Dazu haben wir das Teil zunächst eingetrennt. Eingetrennt heißt, dass wir eine Schicht drauf gemacht haben, dass unsere spätere Form auch wieder abgeht, ohne dass das Teil Schaden nimmt. Auf das Eingetrennte haben wir Formharz aufgebracht. Das Formharz ist Harz, das besonders hohe Hochleitungsgüte liefert, wie es für eine Form wichtig ist. Auf das Formharz haben wir Gewebeschnipsel und Baumwollflocken aufgebracht, damit wir da drauf laminieren können. Dann haben wir natürlich entsprechend drauf laminiert. Das haben wir deshalb gemacht, dass die Form besonders hohe Steifigkeit hat, dass wir auch eben die Form besonders genau wieder zurückbekommen. Dabei entstehen dann beispielsweise solche Teile. Das ist noch ein Rohbau, das heißt, wir müssen ein bisschen was dran machen. Aber in diese Form können wir später reinlaminieren. Wir bekommen dann ein endgültiges Bauteil raus, das wir als Flicken für unsere Seitenruder verwenden können. Von diesen Formen haben wir drei Stück gebaut und können damit unsere Seitenruder hoffentlich wieder reparieren. Vor mir seht ihr jetzt das Höhenleitwerk. Das kam mit ziemlich vielen Lackrissen zu uns. Diese Lackrisse haben wir untersucht auf Weißbrüche, sogenannte Risse in dem glasfaserverstärkten Kunststoff. Und deshalb seht ihr hier diese ganzen Flecken auf dem Höhenleitwerk, um eben zu sehen, ob dort tiefgründigere Risse entstanden sind. Eine weitere große Reparaturstelle war diese Stelle hier. An der Stelle wird später das Höhenleitwerk auf das Seitenleitwerk draufgesetzt und somit mit dem Flugzeug verbunden. Dort gab es sehr viele Beschädigungen, weshalb wir den gesamten Rahmen wegnehmen mussten und den Stützstoff großflächig ebenfalls. Für die Reparatur wurde dann ein 3D-Druckrahmen gebaut und später das Ganze aus Glasfasern noch hergestellt. Der wird demnächst draufgesetzt, sowie auch dieses Stück Stützstoff hier. Es wurde bereits angepasst und muss dann nur noch runtergeschliffen werden, ein bisschen Glasfasergewebe drüber gelegt werden und dann ist das Höhenleitwerk auch schon fast bereit, um wieder lackiert zu werden. Ein weiteres Problem bei dem Höhenleitwerk waren die zwei Randteile. Die Randteile, sogenannte Randbögen, waren stark beschädigt
und aus diesem Grund mussten wir Abformungen an einem zweiten Höhenleitwerk unternehmen. Und das ist das Höhenleitwerk, was hier hinter mir steht, von dem Twin 3 Acro. Das ist baugleich wie dieser Twin 2 Acro. Und dort wurde eben an der Seite die Abformung vorgenommen und dann können wir die beiden Stellen reparieren. Beim Cockpit ist auch schon viel passiert. Wir haben damit angefangen, alles komplett rauszunehmen, inklusive der Steuerung. Die waren an vielen Stellen korrodiert. Die Lager mussten alle komplett gereinigt werden, da sie verdreckt waren. Außerdem war die Farbe an vielen Stellen schon runter oder man hat gesehen, dass sie einfach mit Pinsel schon oft überlackiert wurde. Außerdem waren die Stangen, die einmal durch den Rumpf gingen, durch den Ringelpiez gebrochen und mussten sowieso getauscht werden. Und was dann auch hinzukam, dass die in schwarz lackiert waren. Das ist zwar prinzipiell zulässig, aber andere Farben wie grau haben einfach den Vorteil, dass man Risse besser erkennen kann. Deswegen haben wir uns entschieden, alle Steuerungsteile neu zu lackieren. Wir haben dann die Farbe entweder komplett runtergeschliffen oder angeschliffen. Dann wurden alle Teile grundiert und anschließend lackiert. Das hat sich ein bisschen komplizierter herausgestellt als geplant, da die Steuerung sehr komplizierte Teile hat, wie zum Beispiel den Bremsklappenhebel. Deswegen hat es einfach sehr, sehr viel Arbeit in Anspruch genommen, die zum einen die Farbe runterzunehmen und dann auch ordentlich zu lackieren. Das haben wir jetzt aber soweit abgeschlossen. Es gibt jetzt noch ein paar nachbereitende Arbeiten, die zu erledigen sind. Dann wird die komplette Steuerung wieder eingebaut und auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft. Das war aber nicht das Einzige, was wir gemacht haben. Wir haben auch die Instrumentenpilze neu lackiert, außerdem die Cockpitrahmen und hier die Querstreben. Außerdem wurde das Cockpit mit neuem Teppich ausgekleidet, genauso wie die Sitzschalen. Die wurden noch zusätzlich mit Leder beklebt. Es wurden neue Schläuche durch den Rumpf verlegt. Noch ein paar Sachen stehen an. Zum einen wird die Elektrik komplett überholt und die Steuerseile müssen getauscht werden, da die leider beschädigt waren. Ja, und wie das finale Ergebnis dann aussieht, können wir euch hoffentlich in einem späteren Video zeigen. Leider war ein Teil der Rumpfröhre komplett zerstört, deshalb bauen wir den neu. Dafür haben wir Formen abgenommen an dem bereits reparierten Twin. Die seht ihr hier, einmal die Oberseite und einmal die Unterseite. Die haben wir mit dem gleichen Verfahren gebaut wie auch die anderen Formen am Höhenleitwerk und am Seitenruder mit dem schwarzen Formharz. Eine Schwierigkeit dabei war, die Symmetrieebene im Rumpf zu finden. Das hat aber ganz gut geklappt. Eine Schale haben wir schon neu gebaut, das seht ihr hier. Es wird wie folgt gemacht, nämlich erstmal eingetrennt die Formen. Danach weiß einlackiert und am Ende die Glaslagen drüber laminiert. Und abschließend wird das ganze Laminat dann nochmal mit einem Vakuum abgesaugt und so praktisch angepresst und ausgehärtet. Um jetzt alle Teile zusammenzubauen, haben wir eine sogenannte Helling konstruiert. Das ist ein Metallgestell, was im Endeffekt die einzelnen Teile exakt zueinander positioniert. Also einmal das Seitenleitwerk, dann den vorderen Abschnitt vom Rumpf und eben die Rumpfröhre, die dann aus den beiden Schalen gebaut wird. Das Ganze wird wie folgt gemacht, dass wir erstmal eine Schale dran bauen und danach die zweite Schale oben drauf kommt. Dafür haben wir sogenannte Verklebeleisten. Die werden dann mit dieser Form hier gebaut, die im Endeffekt einfach hier drauf geschraubt wird. Und da wird dann hier noch ein kleiner Teil gebaut, wo dann hiermit die andere Schale von oben verklebt werden kann. Bevor wir jetzt aber die Teile schließen, müssen wir auch noch das Innenleben von der Rumpfröhre fertigstellen. Da kommen nämlich die beiden Steuerstangen durch, die hinten an das Seitenleitwerk gehen. Die sind gelagert mit solchen Lagerböcken und die kleben dann wiederum auf dem Steg. Das ist einfach nur ein Stützstoff mit zwei Gewebelagen, der dann praktisch hier die gesamte Rumpfröhre durchverläuft. Andere Teile, die noch durch die Rumpfröhre laufen, sind die Schläuche für die Instrumente und die Elektrik. Und wenn das alles drin ist, dann können eben die Schalen verklebt werden und wir müssen nur noch mal drüber lackieren und das Kennzeichen aufbringen. Dann sollte der Rumpf fertig repariert sein und das zeigen wir euch dann im nächsten Video. Jetzt haben wir aber ganz schön viel erfahren über die Reparatur von seinem Flugzeug. Falls ihr euch dafür interessiert, wie so ein Flugzeug bzw. eines unserer anderen Projekte gebaut wird, ganz ohne diesen Schwanz, den braucht man nicht unbedingt, dann schaut mal hier bei unseren anderen Videos rein. Nicht vergessen, drückt auf die Glocke und jetzt aber abschalten.